Hallo und herzlich willkommen zum dritten Part von Let's Play Lego Indiana Jones 2, die neuen Abenteuer. Ja, wir sind letztes Mal mit dem Kühlschrank hier in der Stadt gelandet, nachdem wir der Atombombe entkommen sind. Und jetzt gehen wir zu Matt, dürfte das sein, ja, Matt, in die Kneipe. So, wir sind jetzt hier in der Kneipe, nachdem die russischen Agenten gekommen sind. Prügeln sich alle noch? Na, du. Ah. Ah, komm immer schnell, die schießen hier scharf, ja. Oh, der Sitz steht einfach bloß drum und tut wütend winken. Oh. Ah, die Cantina-Band. Ja, so ein Urgag in Lego Indiana Jones. Kann man sagen. Da wenigstens schlagen die anderen sich mehr, ist die Hauptsache. Sprengen wir mal die Kasse. Ah, jetzt kommt die mit Maschinenpistolen noch auf uns zu. Aber erstmal versuchen wir, wache Abenteurer zu werden. Weil den stört es auch nicht, dass die auch einfach umballern. Ach, so geht's auch. Und das sind wir wache Abenteurer geworden. Ist auch sehr gut, die Peitsche schwingt ist man so sagen unverwundbar. Man kann aber auch nichts machen. Ja, da bin ich schon wieder tot. Ah, sehr rücksichtsvoll fahren. Immer mit der Tür ins Haus fallen. Jetzt holen wir uns noch die da drunter. Und der Matsch schlägt mit dem Schraubenschlüssel ein auf den. Seid mit denen auch. Seid nur noch ein. Jetzt nur noch die. So, und das war's auch. So. Ah, Mut heißt er. Naja. Matt heißt, klingt, lässt sich auch besser spielen. Ja, ich muss sagen, die Level sind aber ziemlich kurz gemacht. Ja, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß daran und sehen wir uns beim nächsten Part von Lego Indiana Jones 2.
Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit.